komm schon. Ist Oliver schon da? Nein. Hat er angerufen? Kommt er später? Ja. Stimmt was nicht, Maren? Ich habe vorhin einen Anruf von Laufenberg erhalten. Laufenberg? Mhm. Er hat auch im Namen von Klein gesprochen. Und? Klein und Laufenberg sind unsere Sponsoren. Ich wollte sie für meine neue PR-Aktion ansprechen. Das Open-Air-Konzert dieser Tenöre, du erinnerst dich. Wir sind zwar die Hauptsponsoren, aber wir brauchen die anderen auch, sonst platzt die Sache. Diese Goldkehlchen können den Hals nicht vollkriegen. Klein und Laufenberg haben zwar ein großes Herz, aber ihre Mittel sind nicht unerschöpflich. Und diese schiebst du an deine Frau weiter. Für dieses Charity-Projekt. Wolltest du mich ärgern? Nein, aber meiner Frau eine Freude machen. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich finde Arianes Vorhaben eben wichtiger als diese vier Tenöre. Du vergisst, sie trällern für die Bank. Wie wär's, wenn du dich zukünftig mit Ariane über solche Dinge absprichst? Ob das eine gute Idee ist? Deine Frau und ich? Maren, wir sind doch Profis, oder? Natürlich sind wir das. Ist deine Frau auch einer? Hoffentlich. Das regelst du doch mit links. Sicher. Und weißt du was? Ich freue mich schon drauf. Hallo, Kathi, ich bin's. Ich muss dich was fragen. Ich höre. Du suchst doch einen Job. Ja, unbedingt. Könntest du dir vorstellen, Ariane Wellinghoff zu helfen? Ich hab dir doch gesagt, sie plant dieses Projekt. Den Garten für Blöde. Blinde. Das ist doch kein richtiger Job. Das ist doch Freizeitbeschäftigung für reiche Frauen, die nicht wissen, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Und ob das ein Job ist, das ist eine richtige Assistentenstelle, das habe ich dir doch gesagt. Du glaubst gar nicht, was es da alles zu organisieren gibt. Na, dann ist es doch genau der richtige Job für dich, Bianca. Oder willst du immer nur Hüfte schwingend irgendwelche Tabletts durch die Gegend schleppen? Kathi, ich kann nicht als Frau Wellinghoffs Assistentin arbeiten. Ah, ich ahne schon, wegen Oliver. Ja. Er will mit mir zusammen sein, aber wir müssen es geheim halten, bis er sich von Judith getrennt hat. Da kann ich doch nicht als Assistentin seiner Mutter arbeiten. Hat er dich also wieder rumgekriegt? Kathi, wir lieben uns. Mann, wer weiß, wie das alles wird, das weiß ich doch selber nicht. Die werden mich hassen. Ach, du bist echt süß, Bianca. Und ich muss dir wohl mal wieder aus der Patsche helfen. Wirklich? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Ich meine, anderen Leuten so das Geld aus den Rippen leiern. Natürlich kannst du das. Wenn ich du wäre, dann. Ja, vielen Dank. Also ich spreche mit Frau Wellinghoff und sag dir dann nachher Bescheid, ja? Manchmal habe ich echt Angst um dich, Bianca. Du handelst so unbesonnen, so kopflos. Kathi, ich küsse dich. Ja, genau das meine ich. Also. Yes! Hier bin ich wieder. Oh, sag mal, lebst du überhaupt noch? Oh, ich darf meinen Kopf nicht bewegen. Der platzt sonst. Ich hol dir gleich noch eine Kopfschmerztablette. Am besten gleich drei. Und wie war eigentlich der Abend mit Denise, Kathi und Tina? Großartig, soweit ich mich erinnere. Das freut mich für dich. Spinnst du? Heißt das etwa, eine richtige Frau zu sein? Was denn? Läuft hier eine falsche rum? Mach dich bloß nicht lustig über mich, du Penner! Sophia, was ist denn plötzlich los mit dir? Ich kapier's nicht. Sieht so meine Zukunft aus? Betrunkene Männer ins Bett bringen und mir dann anhören zu müssen, wie großartig ihr Abend war ohne mich? Ich glaube, ich gehe dann besser. Du bleibst liegen. Es wäre nicht das erste Mal, dass du hier einschläfst. Sophia! Bleib liegen und warte, bis ich aus der Schule komme. Sind schon mal einige Duftkörbe. Ich habe sie in Svens Schuppen gefunden. Und wo ist Sven? Immer noch nicht aufgetaucht. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Bianca, bei Ihrem Engagement mache ich mir keine Sorgen. Es ist wunderbar. Ganz im Gegenteil.
Ich freue mich richtig auf diesen Nachmittag. Frau Wellinghoff, ich habe nachgedacht. Ich werde heute Nachmittag nicht dabei sein können. Aber wieso denn? Fühlen Sie sich nicht gut? Doch. Aber ich kann nicht Ihre Assistentin werden. Das ist ein Scherz. Ich fürchte, nein. Aber wieso denn? Macht Ihnen die Arbeit keinen Spaß? Daran liegt's nicht. Ja, woran dann? Habe ich irgendetwas gesagt oder getan, was Sie verärgert hat? Nein. Bin ich zu aufdringlich gewesen, weil ich nach Ihrem Privatleben gefragt habe? Frau Wellinghoff, es hat überhaupt nichts mit Ihnen zu tun. Es ist nur... Dieses Projekt ist überhaupt nicht mit meiner Diplomarbeit zu vereinbaren. Das ist eine Katastrophe. Plötzlich habe ich richtig Angst vor dieser... vor diesem Nachmittag. Oh, Bianca, können Sie sich das nicht noch mal durch den Kopf gehen lassen? Wenn ich mein Studium schaffen will, dann muss ich mich jetzt voll darauf konzentrieren. Ja, wollen Sie unser Haus völlig verlassen? Nein, natürlich nicht. Die Arbeit als Hausangestellte ist zu schaffen. Also, ich will das so nicht hinnehmen. Wir reden gleich weiter. Wellinghoff? Frau Heilmann, was verschafft mir die Ehre? Ich habe erfahren, dass Sie Kontakte aus unserer Spenderliste nutzen. Vielleicht sollten Sie sich in Zukunft mit mir koordinieren. Warum sollte ich? Weil wir beide gerade dieselben Sponsoren ansprechen. Unsere Kreise schneiden sich eben. Trotzdem sollten wir nicht miteinander konkurrieren. Da gebe ich Ihnen mal recht. Ich würde Sie bitten, die Herren Klein und Laufenberg von Ihrer Spenderliste zu streichen. Das wird nicht möglich sein. Warum nicht? Sie haben sich bereits engagiert. Dann sollten wir uns wenigstens in Zukunft besser absprechen. Diesbezüglich würde ich mich gerne einmal mit Ihnen treffen. Wenn Sie meinen, dass es nötig ist, gleich heute Nachmittag? Hier auf dem Gut? Lieber an der Bank. Sie wissen, ich habe viel zu tun. Kein Problem. Um 17 Uhr? Ja, schon notiert. Ich freue mich. Klein und Laufenberg können wir abschreiben. Wieso? Deine Frau hat sie bereits getroffen. Wirklich? Sie lernt dazu. Die Sache wird immer brenzliger. Sie können mich jetzt nicht verlassen, Bianca. Was ist passiert? Ich habe gelogen. Das Treffen heute muss einfach klappen. Und wie soll ich so schnell einen Ersatz für Sie finden? Frau Wellinghoff, ich habe mit meiner Cousine Kathi gesprochen. Sie kann sich sehr gut vorstellen, für Sie zu arbeiten und sie könnte sofort anfangen. Gleich heute? Sie werden von ihr begeistert sein. Also gut. Gehen wir mit Ihrer Cousine Mittagessen. Findet man nicht also. Es ist nicht so, wie du denkst. Ja, das kann ich mir denken. Ich muss eingeschlafen sein beim Zimmerpflanzen gießen. Lass mal gut sein. Mir ist das relativ egal. Nur relativ egal oder ganz egal? Scheißegal, wenn du es genau wissen willst. Na dann. Aber die anderen vermissen dich schon. Man hat sich richtig Sorgen um dich gemacht. Und du? Nö, wieso? Mann, Sven, ich bin einfach zu müde, um mir Sorgen zu machen, ja? Nimm's nicht persönlich. Das fällt mir aber schwer. Vorsicht. Auf Stress habe ich keinen Bock. Hey, sollte nur ein Witz sein. Alles ja. In Butter. Ich fand's auch wahnsinnig witzig. Wie bist du denn drauf? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ach, übrigens, die Wellinghoff will irgendetwas von dir. Sie sucht dich schon den ganzen Morgen. Irgendetwas mit Duftkörben. Ja, an deiner Stelle würde ich mir eine richtig gute Ausrede einfallen lassen. Ich muss dich mal was fragen. Du musst aber ganz ehrlich sein. Immer ehrlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich fragen soll. Einfach drauf los? Kannst du dir vorstellen, dass du
eines Morgens aufwachst und merkst, dass du mich nicht mehr liebst? Oder noch nie geliebt hast? Nein. Oder eigentlich nicht. Kannst du dir vorstellen, plötzlich jemand anderen zu lieben? Einen Gast oder so? Was ist denn los mit dir? Willst du mir was sagen? Tina, mir ist das ernst. Was ist dir ernst? Matthias, du bist so seltsam. Quatsch. Ich will doch nur wissen, ob du dich so mir nichts, dir nichts in einen anderen verlieben könntest. Nein. Natürlich könnte ich das nicht. Und was ist mit dir? Könntest du dich... Ich? Ja, du. Könntest du dich in eine andere Frau... Tina, wie kannst du sowas denken? Naja, wenn du so komische Fragen stellst. Vergiss es einfach. Ja? Sag mal, ist unser Boot eigentlich wieder aufgetaucht? Nein. Das beunruhigt mich jetzt richtig. Naja, nimm's dir nicht so zu Herzen. Vielleicht will jemand Brennholz draus machen. Doch nicht das mit dem Boot. Sondern? Dass du so merkwürdig drauf bist. Da sind sie ja. Ach, guten Tag, Frau Wellinghoff. Denise hat mir schon gesagt, dass Sie mich suchen. Ja, wo sind die Duftkerbe? Bianca hat 3 im Schuppen gefunden, es sollten aber 5 sein. Die anderen 2 habe ich woanders. Ja, dann holen Sie sie eben. Mhm. Was haben Sie eigentlich da oben gemacht? Also ich wollte nur mal nach den Zimmerpflanzen von Ihrer Tochter schauen. Wieso, sind die irgendwie nicht in Ordnung? Doch, doch. Nur, sie brauchen mehr Licht und Wasser. Sie waren in Sophias Zimmer? Richtig. Und wo ist Sophia? Ich glaube, in der Schule. Beeilen Sie sich mit den Körben. Ja, ich... Gibt es Probleme? Nein, keine Probleme. Gut. Wenn ich zurück bin, will ich die Körbe im Esszimmer sehen. Wird gemacht. Und? Hat die 3. Expertise jetzt irgendwas Neues gebracht? Ich bin noch nicht ganz durch. Du hast sie seit 3 Tagen. Diese Solarfarm ist nicht unser einziges Projekt. Du hältst mich hin, Vater. Ich bin eben gründlich. Wie lange willst du deine Entscheidung noch rauszögern? Oliver, ich zögere nichts hinaus, ich will nur keinen Schiffbruch erleiden. Ich verstehe deine Bedenken nicht. Das ist doch ein todsicheres Ding. Das sehe ich anders. Das haben wir doch alles schon 1000 Mal durchgesprochen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich meine endgültige Entscheidung getroffen habe. Ich lasse mich von dir nicht unter Druck setzen. Wir hatten heute gesagt. Du kennst doch das chinesische Sprichwort. Wenn du in Eile bist, dann mach einen Umweg. Dein Projekt ist doch auch in China. Du drehst es dir alles so, wie es dir gerade passt. Da muss sogar Lao Tse herhalten. Ich finde das ziemlich unfair. Ich werde dir meine Entscheidung morgen mitteilen. Ich hätte gerne ein Wasser. Stimmt das nicht? Matthias? Doch, doch. Ich war nur in Gedanken. Einmal Wasser. Ja. Kommt gleich. Am besten gleich eine große Flasche. Mhm. Mit 3 Gläsern, bitte. Geht klar. Das Essen haben wir schon bei Ihrer Frau bestellt. Mhm. Ja. Wo haben Sie denn vorher gearbeitet? Bei meinem Onkel in der Firma. Und was genau haben Sie da gemacht? Ich war in der Buchhaltung. Allein verantwortlich? Nein, Buchhalter war jemand anders. Ich war nur Sachbearbeiterin. Sie haben bereits am Computer gearbeitet? Selbstverständlich. Und beherrschen Sie irgendwelche Fremdsprachen? Ich spreche fließend Englisch. Spanisch kann ich ganz gut und demnächst werde ich noch einen Italienischkurs belegen. Italienisch für Anfänger. Ja. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass Sie Englisch sprechen. Wann soll ich denn anfangen? Betrachten wir doch einfach den heutigen Nachmittag als Eignungstest.